Wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch heute Tag, ich hoffe, wie es mit Blender die Ansichten einfach ändern können. Also, wir haben schon Blender gestartet und jetzt möchte ich euch einfach zeigen, wie sie die an sich ändern können. Und zwar momentan haben wir die Perspektive an sich, aber wir können ändern, indem wir auf diesen, auf den Reiter einfach drücken und dann können wir einfach die Sachen ändern, wie wir wollen. Also zum Beispiel drücken drauf. Und hier haben wir die Möglichkeit, einfach unsere orthogonalische Ansicht einfach zu drücken. Und es wird jetzt anders jetzt. Und hier oben können Sie auch sehen. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, wenn wir zum Beispiel etwas hier hinzufügen. Also ich füge zum Beispiel ein Objekt hier. Und dann kann ich euch einfach zeigen, wie Sie einfach die Sachen so bearbeiten können. Zum Beispiel diese UV-Kugel ist es schon da und wir können zum Beispiel mit dem Werkzeug einfach skalieren. Und das ist, es sind unsere Achsen und Sie können einfach skalieren, wie Sie wollen. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Sie können auf diese und immer wieder, das ist unsere, also eben waren wir, diese blaue Linie ist einfach für die Z-Achse und diese grüne Linie ist einfach für Y-Achse und rote ist einfach für unsere X-Achse, wie Sie einfach auch hier sehen. Und natürlich haben wir jetzt die Möglichkeit, unsere Ansicht einfach zu ändern. Momentan in orthogonalischer Ansicht. Aber natürlich haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel unsere Kamera links zu drehen. Sie sehen schon, es ist jetzt links. Oder wir sagen, wir wollen unsere Kamera rechts haben. Und Sie sehen, die Achsen ändern sich. Und von daher können Sie einfach hin und hier einfach ändern. Hinten jetzt ist es auch geändert. Und Sie haben die Möglichkeit, zum Beispiel vorne auch zu ändern. Und die Position der Kamera ist einfach. Und hier ist unsere Kamera, wie Sie schon wissen. Und hier unsere Lampen. Und Sie können zum Beispiel die Position immer wieder ändern, wie Sie wollen. Zum Beispiel jetzt wollen wir oben ändern, unten eben, und das ist jetzt unten. Und von oben. Und Sie werden immer hier einfach sehen, oben, es ist orthogonal oben. Und jetzt können wir einfach auch ändern, indem wir zum Beispiel sagen, wir wollen zum Beispiel vorne wieder haben und vorne steht da und orthogonal. Wir wollen zum Beispiel jetzt in Perspektive an sich einfach haben und es sieht einfach so aus. Also Sie sehen, Sie merken einfach den Unterschied zwischen Perspektive und orthogonal. Und Sie merken auch die Ansicht zwischen hinten, vorne und unten, oben und die Kamera einfach zu drehen, wie Sie einfach wollen. Und in dem nächsten Video zeige ich euch, wie Sie zum Beispiel spiegeln können und andere tolle Sachen einfach machen können. Bleiben Sie einfach dran. Ich freue mich einfach, das nächste Video wieder mit euch zu teilen.